Unter Postratio, auch Postration oder Prosternation, versteht man in der römisch-katholischen, altkatholischen, anglikanischen und orthodoxen Liturgie das ausgestreckte sich Niederwerfen einer Person im Altarraum als Zeichen der Demut, Hingabe und flehentlicher Bitte. Mancherorts ist es üblich, bei der Postratio die Arme waagerecht auszustrecken, so dass die Person in Kreuzform vor dem Altar liegt. Die Postratio ist die intensive Form der Verbeugung und der Kniebeuge, die den ganzen Körper einbezieht. Dieser Ritus hat sein Vorbild im Judentum, er ist in der Liturgie heute selten und daher besonders eindrucksvoll. Die Postratio kommt vor, gelegentlich am Karfreitag zu Beginn der Feier vom Leiden und Sterben Christi. Nach dem Einzug prosternieren sich Priester und Diakone, die übrigen Gläubigen knien im Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu. In Weiheliturgien. Die Kandidaten werfen sich vor ihrer Weihe zum Gesang der Allerheiligen Litanei vor dem Altar nieder. In gleicher Weise bei der feierlichen Profess- und bei der Jungfrauenweihe. Die Professoressen bzw. Kandidatinnen prosternieren sich während des Gesangs der Allerheiligen Litanei. Die entsprechende Niederwerfung in der orthodoxen Tradition wird Metanie genannt. Die Postratio war auch ein zentrales Element des mittelalterlichen Herrschaftsrituals der Deditio, einer symbolischen Unterwerfung des Rangniederen gegenüber einer ranghöheren Person bei der Beendigung von Konflikten durch Fuß- bzw. Kniefall. Als Ritus ist sie auch bekannt bei den Baha'i nach dem Pflichtgebet, wie es im Kitab Yaqdas verordnet wurde.